Hallo und willkommen beim Whisky Waiter. Heute habe ich sturmfrei, deswegen würde ich am liebsten 1000 Videos drehen, weil ich mal die Zeit habe, mich darauf zu konzentrieren. Aber wenn ich das mache, bin ich am Ende des Abends voll und schaffe es nicht mehr so auf das Kind aufzupassen, wie ich es eigentlich sollte. Kind schläft, ein wenig Ruhe und Zeit habe ich. Von daher fangen wir mit einem Unboxing-Video an. Bei mir ist wieder was angekommen. Und ich kann euch schon sagen, hier ist was drin, worauf ich mich freue, weil da einfach sehr viel Zufall drin war, bei war. Aber fangen wir mit den Samples an. Ich habe noch ein Sample-Paket bekommen. Sollte eigentlich zusammen mit den anderen kommen, hat ein bisschen länger gedauert, ist halt manchmal so. Bestellt habe ich das Sample-Paket eigentlich, ich schiebe das mal hier rüber. Bestellt habe ich das Sample-Paket vor allem wegen einer Flasche. Ich hatte in einer WhatsApp-Gruppe für Flaschenteilungen, in der ich drin bin, eine Anfrage reingestellt, ob noch jemand dieses besondere Sample hat, was fast überall ausverkauft ist. Und ich habe tatsächlich noch eins bekommen. Zum Glück. Und wie ich das ganz gerne mache, habe ich dann noch ein bisschen mehr bestellt, um den Maxi-Brief voll zu bekommen. Das Sample, von dem ich spreche, ist, glaube ich, die Hype-Flasche schlechthin in den letzten Wochen gewesen. Und zwar ist das der, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Rasai Inaugural, keine Ahnung, Release, American Oak plus Finish in Bordeaux Red Rhine Casks. Ich habe eine Flasche bekommen. Ich freue mich tierisch auf den, weil der rauchig ist und weil er ein Rotwein-Finish hat. Von daher ist das eigentlich total mein Beuteschema. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent hat er denn. Steht das hier irgendwo drauf? Hier steht es drauf. 52%. Ja, ist noch im Rahmen. Dadurch, dass ich jetzt noch ein Sample bekommen habe, kann die Flasche erstmal zubleiben und das finde ich großartig. Ja, das war der Hauptgrund, warum ich das Sample bestellt habe. Ich kenne einige in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die ihn auch probieren möchten. Unter anderem der Uwe, der mir letztens den O'Loughlin's geliehen hat. Der hat auch eine Flasche zu Hause, lässt sie wahrscheinlich auch erstmal zu, der möchte ihn auch probieren. Deswegen habe ich diesmal ein großes Sample bestellt. Was haben wir noch hier drin? Benriach Aromaticus Fumosus, finished in Dark Rum Barrels. Habe ich einfach mitbestellt. Bis jetzt habe ich mit Benriach nichts falsch gemacht. Ich hatte mal den Benriach 25 Jahre. Was war das? Authenticus oder so? Ne, Authenticus war jetzt der, ne? Ne, das ist Aromaticus. Ja, Benriach, 25 Jahre. Schieß mich nicht, ich blende ihn ein. Den hatte ich mal, der war klasse. Habe ich auch noch ein mini kleines Sample von, was ich auch noch verkosten werde. Ansonsten ist die Flasche leider weg. Dann habe ich einen Blended Whisky, den ich nur geholt habe, weil ich irgendwie hat mich die Flasche schon immer gereizt. Also der Whisky an sich reizt mich eigentlich null. Die Flasche, ich weiß nicht, ob ich sie gut oder schlecht finden soll. Auf jeden Fall ist sie anders. Und ja, ob ich sie mir irgendwann hole, keine Ahnung. Aber um diese Entscheidung überhaupt mal treffen zu können, würde ich gerne wissen, wie der Whisky schmeckt. Deswegen habe ich jetzt ein Sample und das ist der Cosa Nostra Tommy Gunn Blended Whisky. Das ist so eine Flasche, die sieht halt tatsächlich aus wie so eine, ich glaube, Maschinenpistole oder sowas. Sehr auffällig. Ob das jetzt schön ist, ob das noch in die heutige Zeit passt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es ein Eyecatch ist oder ob es Quatsch ist. Deswegen, keine Ahnung. Hab da aktuell noch keine Meinung zu. Mich interessiert erstmal, wie der Whisky schmeckt. Und dann mache ich demnächst auch dazu ein Video. Dann habe ich den Nikka Coffee Grain.
Habe ich nur Gutes von gehört. Alle, die ich bis jetzt, mit denen ich gesprochen habe, mit denen ich mich über Nika ausgetauscht habe, haben gesagt, probier mal den Coffee Grain, der ist klasse. Und jetzt hatte ich die Gelegenheit. Von daher habe ich eins mitbestellt. Und dann habe ich noch ein Sample bestellt. Das sollte eigentlich was anderes sein. Da gab es eine kleine Kommunikations Schwierigkeit mit dem Verkäufer, aber ist nicht weiter wild. Ich dachte, es wäre der A Dream of Scotland Bad Center 2, der Octomore mit dem Rotweinfinish. Es hätte mir auffallen können, dass es der nicht ist, anhand des Preises. Ich habe aber wie immer schnell drüber geguckt, was ist so dabei, was interessiert mich. Und habe es dann bestellt und habe hinterher gemerkt, oh, ist er gar nicht. Stattdessen ist es der A Dream of Scotland, Islay South Coast, 14 Jahre, Pedro Jimenez, Sherry Butt. Dazu habe ich schon ein Video gemacht. Ich mache mal hier, ich glaube hier, ach, keine Ahnung, irgendwo mache ich hier einen Link dazu. Hier. Ich weiß nicht, wer die Videos kennt, aber. Ja, das Video gibt's schon. Ich habe jetzt gesagt, ich behalte das Sample einfach, weil mir der Whisky unglaublich gut schmeckt. Der Verkäufer hat mir jetzt auch angeboten, wenn ich was Interessantes zum Tauschen hätte, könnten wir auch tauschen, weil ihm gefällt der Whisky nicht so gut und er hat noch eine halbe Flasche. Und wenn ich was habe, was ihn vielleicht interessiert, dann könnten wir auch Flaschen tauschen. Mal sehen, muss ich mir Gedanken drüber machen, weiß ich noch nicht. So, das waren die Samples. Ich räume hier mal eben um. Ihr kommt gleich wieder. So, ich habe mal ein bisschen Platz gemacht. Ich habe das große Paket jetzt mal auf den Boden gestellt, weil sonst müsste ich hier irgendwie von oben da reingreifen. Das sieht dann hinterher bescheuert aus. Von daher habe ich das jetzt mal runtergestellt und hole die Flaschen einzeln raus. Das eine ist ein Bowmore 10 Jahre Inspired by the Devil's Cask. Ich hatte ihn schon mal. Der steht da oben. Die Flasche ist leider leer. Ich finde ihn genial. Es ist mit einer meiner liebsten Whiskys. Wie gesagt, leider leer. Wird im Preis immer teurer. Jetzt hatte ich die Möglichkeit, ihn dazu zu bestellen, weil ich eigentlich wegen der anderen Flasche den Whisky bestellt habe. Über den Zweitmarkt haben einen guten Preis gekriegt und eigentlich darf ich es noch gar nicht wissen. Aber ich kriege diese Flasche von meiner Frau zum Geburtstag in ein paar Wochen. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, dann bestell ihn dir. Und dann habe ich was, was du auch magst. Von daher wird der noch ein bisschen warten müssen, bis er aufgemacht wird. Aber ich freue mich drauf. Und dann werde ich auch ein Video zu ihm machen, weil ich ihn einfach toll finde. Ich kann die auch mal auspacken. Ist auch kein Problem. Schaut euch einfach mal diese Farbe an. Ich muss mir hier echt mal, glaube ich, so ein weißes Blatt hinlegen, aber das ist ein schön dunkles Rot. Der sieht klasse aus. Ich glaube, er ist gefärbt, aber es macht trotzdem was her. Und ich weiß ja, wie er schmeckt. Ich habe mir sagen lassen, dass die richtigen Devil's Casks 1 bis 3 noch um Welten besser sein sollen als der Inspired by the Devil's Cask. Gut, die kosten aber auch 300 Euro. Und dazu war ich bis jetzt einfach zu geizig. Wer weiß, vielleicht komme ich irgendwann an ein Sample. Ich würde mich tierisch freuen, den probieren zu dürfen. Bis jetzt hat es leider nicht geklappt. Dafür habe ich ihn nochmal bekommen. Und dann eine Flasche, wieder eine Flasche, wozu ich schon ein Video gemacht habe. Ich habe dieses Video gemacht, habe das Video, und als ich das Video gedreht habe, habe ich am gleichen Abend oder am Tag danach in einer anderen WhatsApp-Gruppe, wo halt ganze Flaschen oder Anbruchflaschen getauscht und verkauft werden, ein Angebot gesehen zu einer Flasche, die mir sehr gefällt, die man kaum noch bekommt. Und dann habe ich zugeschlagen und so. Dann habe ich hinterher gedacht, boah, du hast gestern das Video gemacht und heute kriegst du ein Angebot zu ihm und in dem Video hast du noch gesagt, boah, du hättest gerne eine Flasche. Und jetzt habe ich eine Flasche. Eine Anbruchflasche, aber ist nicht weiter schlimm. Es ist ein total guter Preis gewesen und ich freue mich, dass ich endlich eine Flasche von ihm habe.
Tullivarin, The Murray, Châteauneuf du Pape Finish. Das Video blende ich euch auch mal ein. Ich finde, das sieht schon klasse aus mit dieser Öffnung hier. Hat was. Ich freue mich drauf, dass die Flasche endlich in meinem Bestand ist. Jetzt muss ich nur noch einen schönen Platz im Schrank finden. Ja, ein Video brauche ich jetzt natürlich nicht mehr über ihn machen, habe ich ja schon gemacht. Aber meine Sammlung wächst. Ich weiß, dass noch ein Paket unterwegs ist. Das kommt in den nächsten Tagen. Ich vermute tatsächlich erst Anfang nächster Woche. Da will ich dann nochmal ein Video zu machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert gerne den Kanal, gerade wenn ihr sehen wollt, was ich hier so probiere oder was ich gerade ausgepackt habe. Wenn ihr dazu die Verkostungsvideos sehen wollt, dann haut am besten auf den Abonnieren-Button, liked gerne das Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.